Jo, liebe Leute, herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Let's Play YouTube. Willkommen, Human. 9. November 2038, ist auf Enchabilität. Wir sind immer noch mit Connor jetzt, oder wieder mit Connor unterwegs. Rede mit dem Mender. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Ich dachte, RA9 wäre der Schlüssel zu allem, aber ich lag falsch. Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Untersuchung nicht. Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version. Seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Jo. Ich hatte Gedanken, die nicht Teil meines Programms sind. Ich muss in Betracht ziehen, dass ich gefährdet sein könnte. Du wurdest mit schwierigen Situationen konfrontiert. Natürlich beunruhigt das. Das macht dich doch nicht zum Abweichler. Vielleicht ja doch. Seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Rede mit Hank. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wir stehen auf der richtigen Seite. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Damals im Stratford Tower, als der Android auf alles schoss, was sich bewegte,
Da hast du mich beschützt. Du hast dein Leben riskiert, um meins zu retten. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich bin kein Abweichler, Hank. Ich bin eine Maschine. Mehr nicht. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Vielleicht verdienen die Abweichler eine Chance. Vielleicht ist es besser, du findest sie nicht. Was hier passiert, ist zu wichtig, um von einer Maschine durchkreuzt zu werden. Tut mir leid, Connor. Aber ich werde dir nicht helfen. Warte mal, das ist meine Aufgabe. Ja, zumindest das war irgendwie so. Schieße ich die Beweise. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen... Schnott. Hey, ich rede mit dir. Kein Bock jetzt, weil du mir auf... Das kostet wieder unnötig Zeit und die habe ich vielleicht nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie viel da kommt. Pfeffer. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Markus, das könnte es sein. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Markus, wo versteckst du dich?
Tagebuch vielleicht? Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Die beiden Tracys aus dem Nebenclan. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Na, scheiße, den kann ich nicht nehmen. Okay. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. V. Muss ich 55 W. Tata. Tracy. Wo ist Tracy? Ich weiß, dass ihr nach Jericho wolltet. Sag mir, wo es ist. Ich erinnere mich. Wir hätten fliehen können. Frei sein. Ja, laber nicht so viel raus. Hast uns getötet. Schalt mich ab. Ich will lieber tot sein, als uns zu leben. Ganz am Anfang der Story. 47-17G. V. Dann einmal kurz. Tracy? Was passiert hier? Tracy! Tracy! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt?
mache ich es endgültig. So, letzte Chance, Connor. Die haben wir abgeschlossen, die Aufgabe. Sehr gut. Gut. Und damit, ihr wisst, was passiert. Das Kapitel ist beendet. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.